Hi und willkommen in der Folge Licht und Biorhythmus. Wie das Umgebungslicht dein Biorhythmus und zeitgleich dein Schlaf beeinflusst. Um das wird es in dieser Folge gehen. Du hast mich gegebenenfalls schon mal auf einem Bild mit einer roten oder orangenen Brille gesehen oder in einem rot erleuchteten Zimmer. Nein, ich war in keinem Rotlichtviertel, sondern am Abend nach Sonnenuntergang haben wir nur noch rote Lampen an. Wieso, weshalb, warum, erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Natürlicher Schlaf könnte eigentlich so simpel sein. Ist es hell, bist du wach. Ist es dunkel, gehst du ins Bett und schläfst. Aber in einer heutigen, hellen, erleuchteten Welt ist das nicht mehr so gang und gäbe. Hinzu kommt noch Schichtarbeit und Co., was dein Biorhythmus außer Lot bringen kann. Und dein Schlaf wird unter anderem von deinem Umgebungslicht sehr genau getaktet und gesteuert. Und an deinem Biorhythmus ist jetzt nicht nur dein Schlaf gekoppelt, sondern auch Hormone, Enzyme, Körpertemperatur, Appetit und vieles, vieles mehr. Daher schauen wir uns jetzt einmal deinen Biorhythmus genauer an. Wie steuert er sich? Beziehungsweise was hat das mit deinem Schlaf zu tun? Wie steuert also Licht deinen inneren Biorhythmus? Am besten nimmst du ja deine Umgebung über Farben, hell und dunkel mit deinen Augen wahr. Aber deine Augen sind nicht nur für das Sehen verantwortlich, sondern gleichzeitig stellen sie deine innere Uhr mit der Umwelt. Sie synchronisieren sich. Etwa 2 bis 3 cm hinter deiner Nasenwurzel, über der Kreuzungsstelle deiner Sehnerven, liegt eine ungefähr reiskorngroße Hirnstruktur, welche zum vorderen Hypothalamus gehört. Du kannst dir deinen Hypothalamus wie so eine Schaltzentrale vorstellen. Analysiert ständig Reize und dein Körper und gibt dann Signale an zum Beispiel Hormondrüsen weiter, um mit oder entgegenzuwirken. Diese kleine Struktur, also hinter deiner Nasenwurzel, nennt man auch suprachiasmatischer Kern. Du kannst es auch abkürzen mit SCN. Dieser Kern bildet deine Master Clock, also wie so ein großer Wecker. Und kommuniziert unter anderem direkt mit deinen Hormondrüsen im Gehirn. Unter anderem mit deiner Zirbeldrüse. Und dort wird unter anderem das Schlafhormon Melatonin hergestellt. Das ist essentiell, damit du zur Ruhe kommst, ist auch eins der stärksten Antioxidantien in deinem Körper und ist unabdinglich für deinen Schlaf. Die Master Clock spricht aber auch mit der Hypophyse, da wird Somatropin hergestellt, also Wachstum und Energiebereitstellung, auch das GH, also Growth Hormone, Thyrotropin für die Schilddrüse, aber auch zum Beispiel das follikelstimulierende Hormon und luteinisierende Hormon, was die Sexualität mit beeinflusst, Prolaktin, Melatonin, Oxytocin und ganz, ganz, ganz viele Hormone mehr werden unter anderem von deinem suprachiasmatischen Kern, deiner Master Clock, mitbestimmt. Dein Körper besitzt also ganz viele verschiedene Empfänger und nicht nur deine Augen, welche Lichtstrahlen aus der Umwelt, sei es jetzt Sonne oder aus deiner Umgebungslichtlampe, die jetzt vielleicht von einer Werbung strahlt oder einer Laterne. Und das registriert dein Körper und misst, wie spät ist es gerade am Tag. Wo steht gerade die Sonne? Müsste ich jetzt müde sein oder muss ich hellwach sein? Um das besser zu verstehen, möchte ich dir ganz kurz erklären, was eigentlich Licht ist. Physikalisch gesehen ist Licht elektromagnetische Strahlung. Den sichtbaren Bereich bezeichnet man als Licht.
Alles über und unter dem sichtbaren Bereich, das ist das, was du zum Beispiel im Regenbogen siehst, diese Farben, wird als Strahlung bezeichnet. Du kennst das vielleicht unter UV-Strahlung, Infrarotstrahlung. Das sichtbare Spektrum des Lichtes, das was du siehst, hat ungefähr von 400 bis 700 Nanometer, das ist die Abkürzung NM, sein Spektrum und ist zum Beispiel in Violett, Indigo, Blau, Grün, Gelb, Rot und Orange sichtbar für dich. Wie siehst du eigentlich das Licht? Deine Netzhaut im Auge besteht aus drei Zellschichten. Die Rezeptorzellen, das ist jetzt Biounterricht, 8. Klasse, glaube ich. Rezeptorzellen, Stäbchen und Zapfen. Dann hast du bipolare Zellen und Ganglienzellen. Und die Ganglienzellen haben eine direkte Verbindung ins Gehirn, zu deinem SCN. Wenn also jetzt Licht in deinen Augen fällt, dann muss das in die Ganglienzellen und die bipolaren Zellen. Besonders die Ganglienzellen spielen im Abgleich deines Biorhythmus eine enorm große Rolle. Die Ganglienzellen enthalten Melanopsin. Und das klingt so ein bisschen wie Melatonin, kann man sich so merken. Auch Neuropsin ist dort enthalten. Melanopsin ist besonders bei dem Blauanteil des Lichtes empfindlich. Das sind ungefähr 450 bis 470 Nanometer. Je mehr Blaulichtanteil in deiner Umgebung, desto wacher fühlst du dich. In der Natur heißt das nicht, dass du jetzt alles blau siehst. Aber den höchsten Blaulichtanteil hat die Sonne, wenn sie am höchsten steht, also in der Mittagszeit. Was macht das? Das Blaulicht, was jetzt deinen Augen das Melanopsin quasi misst und wahrnimmt, unterdrückt Melatonin. Das bedeutet, du wirst nicht müde. Wenn du das jetzt mit einem Sonnenaufgang und Untergang vergleichst, dann ist das nicht sonderlich hell, also grell von der Sonne, sondern eher rötlich. Und das liegt daran, dass dort das blaue Licht fehlt. Deshalb wirst du auch ohne Fremdeinwirkung, wie zum Beispiel von künstlichem Licht, am Abend müde. Bei Neuropsin geht man davon aus, das ist so eine Absicherung für das Melanopsin-System. Falls du jetzt denkst, nur deine Augen messen quasi den Tagesverlauf, weit gefehlt, weil auch in anderen Geweben, zum Beispiel in der Haut, sind Photorezeptoren enthalten. Damit kannst du jetzt nicht gucken, aber sie messen wie kleine Fühler, wie viel Licht ist gerade in deiner Umgebung. Zum Beispiel der Farbstoff oder das Pigment Melanin in deiner Haut misst das. Auch deine DNA und zum Beispiel 7-Dehydrocholesterol, das ist für die Herstellung Vitamin D essentiell, nehmen Licht auf und nutzen es für deinen Körper und deine Gesundheit, um ihn zu synchronisieren, um zu schauen, wann ist Tag, wann ist Nacht. Bitte jetzt aber auch nicht denken, dass Blaulicht passé schlecht ist. Nein, nur zur richtigen Zeit, mit der richtigen Dosis, reguliert es deinen natürlichen Biorhythmus. Wie beeinflusst jetzt also Licht konkret deinen Schlaf? Wenn du jetzt nur mit der Sonne leben würdest, dann ist der Winter schon ziemlich hart, oder? Das heißt, es wird spät hell und es wird früh wieder dunkel. Es ist also ein ganz kleiner Abschnitt nur hell. Wirtschaftlich nur in der hellen Phase arbeiten zu gehen, wäre meine Traumvorstellung, aber kann der eine oder andere nicht umsetzen. Kannst ja mal deinen Chef fragen, du, im Winter komme ich nur noch, wenn es hell ist. Also gegen um 10 oder also gegen 14 Uhr muss ich wieder gehen, weil dann mache ich mich bettfertig. Aus diesem Grund verlängern wir ja den Tag durch künstliche Lichtquellen entsprechend den Tag. Nur bekommen wir da nach und nach biorhythmische Probleme, wie zum Beispiel Schlafstörungen, können uns nicht mehr konzentrieren, denk an das lymphatische System, was ich in einer anderen Folge bereits schon mal thematisiert habe. Wir sind da nicht mehr richtig fit. Und im schlimmsten Falle nicht mehr gesund. Es ist ja nicht mehr so, dass wir nur ein künstliches Licht oder eine künstliche Lichtquelle haben. Es gab mal eine Glühlampe. Erinnerst du dich? Das Ding wurde warm, war relativ klobig, aber genau aufgrund dieser Wärme war es halt nicht sonderlich energieeffizient. Aus diesem Grund hat man es dann in Anführungsstrichen verboten. Du kannst dir aber an dieser Stelle schon einmal merken, alles, was in irgendeiner Form brennt
oder glüht, kommt der Sonne sehr nah. Und die Sonne ist mit das Natürlichste, was unseren Organismus entsprechend Bescheid sagt, schlafen oder wach sein. Um Leuchtmittel energieeffizient zu machen, filtert man einfach die verschiedenen Farbspektren oder Strahlungen raus, wie zum Beispiel den Rotlichtanteil oder das Infrarot. Das ist das, warum die Lampe dann so warm geworden ist. Eine LED-Lampe wird nicht mehr so warm. Wir haben also ein sehr zerstückeltes Farbspektrum von Lampen in unserem Umkreis, die einen sehr hohen Blaulichtanteil haben. Auch wenn die Lampe nicht blau scheint, sie ist hell. Und das ist genau das, was unsere Augen und unser Gewebe, unsere Haut wahrnimmt. Helligkeit, Blaulichtanteil, okay, ist gerade Mittag. Wir sparen also nicht nur Energie, nein, wir sparen auch an unserer Gesundheit. Und als ich damals einen Vortrag vom Alexander Wunsch, so der Lichtexperte, der hat auch sehr gute Bücher geschrieben, verlinke ich unten in die Shownotes. Er hat damals gemeint, keine Lampen an die Decke nach Sonnenuntergang. Zumindest habe ich das interpretiert. Und seitdem mache ich kein Licht mehr an, wenn die Sonnenuntergang ist, was in irgendeiner Form an der Decke hängt. Wir haben nur noch Lampen entweder am Boden oder auf Hüfthöhe. Weil, gehen wir mal ganz primitiv aus, dein Körper sieht was Helles weit oben. Was scheint noch hell am oben? Die Sonne. Und um das zu umgehen, am Abend bei uns nur noch rotes Licht nach Sonnenuntergang oder Blueblocker-Brille und keine Lampen an der Decke anmachen. Wie kannst du dich jetzt vor solchem blauen Licht schützen? Die einfachste Variante, nutze keine LEDs. Die LED-Technik ist da inzwischen auch weiter, aber ich habe letztens im Baumarkt eine Glühlampe entdeckt. Das verrate ich dir jetzt an dieser Stelle. Und zwar, auch wenn man sie nicht mehr zu kaufen bekommt, es gibt sogenannte Ofenlampen. Die glühen noch. Die sind recht dunkel, aber um abends etwas Licht in einen Flur zu bekommen als Orientierung, reicht das vollkommen aus. Und die sind nicht mal teuer. Viel simpler wäre es aber noch, zum Beispiel Kerzen zu nutzen. Es gab mal eine Zeit lang, da bin ich mit einer Petroleumlampe, also nicht mit Petroleum, sondern einem Bioöl quasi durch die Wohnung gelaufen. Das ist natürlich ein bisschen riskant, wenn das zu heiß wird und irgendwo in der Nähe von einem Holz steht. Ja, habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich habe auch eine Zeit lang mal im Zelt, oder wir haben ein Zelt in der Wohnung, ein Verdunklungszelt gehabt, da mit einer Lampe reinzugehen, die noch ein bisschen heißer wird als eine Glühlampe. Alles ein bisschen schwierig, nicht optimal. Daher Kerzen. Bitte darauf achten, wenn du in irgendeiner Form müde wirst, bitte die Kerze ausmachen. Nicht, dass sie dann dir ganz warm wird, weil dann die Bude brennt. Dann kannst du tatsächlich auch im Internet noch schauen, es gibt Glühlampen wieder zu kaufen. Das sind so Restbestände. Man kann sie auch als Heizkörper bezeichnen. Weil sie warm werden, sind es keine Leuchtmittel, sondern jetzt Heizkörper. Und ja, man ging ja davon aus, als wir die Glühlampen 2009 aus dem Sortiment genommen haben, dass wir Energie sparen. Ja, aber das hat sich wahrscheinlich aufgehoben. Im Winter hast du mehr Licht angemacht, im Sommer hast du kaum Licht angemacht, weil die Sonne draußen geschienen hat. Das hebt sich sehr wahrscheinlich auf. Halogenlampen kommen der Glühlampe auch noch relativ nah. Die gibt es, glaube ich, seit 2018 nicht mehr im Sortiment oder seit 2019. Die sind auch doof. Viel wird auf LED umgestellt. LED hat noch einen anderen Nachteil. Das Lichtflackern, darauf werde ich aber jetzt hier nicht eingehen, sonst würde das den Rahmen sprengen. Das werde ich mal bei Stress mit aufnehmen oder vielleicht auch bei Schlaf, mal schauen. Aber du kannst auch eine sogenannte Blueblocker oder Blaulichtbrille aufsetzen. Das sind so orangene Brillen und die filtern das Blaulicht aus deiner Umgebung. Das erhöht den Kontrast und tatsächlich macht es dich müde. Ich habe Klienten gehabt, die haben gesagt, ich sitze immer bis nachts um 11, 12 vom Fernseher und Co. und werde nicht müde. Abgesehen davon, ein Tipp an dieser Stelle, schmeiß den Fernseher raus, kommt eh nur Schrott. Und von daher, so eine Blueblocker-Brille, 8 von 10 Leuten, die haben die aufgesetzt und sind dann von 10 Minuten müde geworden. Daher auch eine kleine Schutzmaßnahme. Bitte nicht beim Autofahren oder Fahrradfahren aufsetzen. Ich habe das eine ganze Zeit lang beim Fahrradfahren abends gemacht und habe mich immer gewundert, warum meine Konzentration dann nach einer Viertelstunde Heimweg weg war, wegen der Blueblocker-Brille. Daher bitte nur aufsetzen, wenn du nicht
oder wenn du sofort müde werden darfst, nicht im Autoverkehr bitte. Es gibt inzwischen natürlich auch Anbieter, die sagen, hey, wir haben ganz tolles, romantisches, rotes Licht. Da gibt es von alles getestet, echt unangenehmes rotes Licht und flackert enorm. Also, wie gesagt, auf das Flackern werde ich nochmal drauf eingehen. Aber nur weil etwas rot scheint, heißt das nicht, dass das Blaulicht weg ist. Es kann natürlich auch nur so stark runtergefahren sein, dass es rot erscheint. Allerdings nimmt dein Auge und dein Gewebe das Blaue trotzdem wahr. Das ist ein bisschen tricky. Ich verlinke dir mal unten einen Artikel auf meiner Homepage und f.lux. Das ist eine App wie Twilight für dein Smartphone oder für deinen Computer, wo das Bild dann am Abend nach Sonnenuntergang, je nachdem, wie man es einstellt, rötlicher wird. Aber auch hier, das ist so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, das ist nicht die optimale Variante, weil auch hier das rote Licht einfach zunimmt und das Blaulicht runtergefahren wird. Es ist trotzdem da und der Bildschirm fängt noch stärker an zu flackern. Deshalb, ich werde noch einen Lichtexperten als Interviewgast haben, der war auch schon beim Health-Meeting, vielleicht auch mal Alexander Wunsch, mal schauen, wirst du dann hier bei den Podcast-Folgen definitiv finden. Um es nochmal zusammenzufassen, blaues Licht aus dem Farbspektrum Licht triggert dich als wach und unterdrückt Melatonin. Wie schützt du dich? Künstliches Licht, Glühlampe oder gegebenenfalls eine Blueblocker-Brille. Kerzen wäre somit das romantischste, natürlichste. Oder du stellst dir eine Feuertonne in die Wohnung. Lagerfeuer, sitzt man wieder gemeinsam mit Leuten, isst und erzählt. Vielleicht ist das die Lösung. Ich hoffe, du hast was aus dieser Folge mitnehmen können. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, gute Nacht, einen erholsamen Schlaf und bis bald, dein Carsten. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern im Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.